Ja, ein ganz herzliches Willkommen von mir aus meinem Homeoffice in Düsseldorf. Und mein Name ist Matthias Franz, zusammen mit Thomas Wilke, dem zweiten Referenten unseres Workshops, möchte ich Sie gerne willkommen heißen. Schön, dass Sie den etwas komplexen technischen Weg zu uns gefunden haben. Ich hoffe, die Ton- und Bildverbindung ist gut, dass ich verständlich für Sie bin. Und ich würde gerne zu einem nicht ganz einfachen Thema zu Ihnen sprechen. Es geht um familiäre Trennung, ein Ereignis, von dem viele Menschen als Kinder, als Erwachsene betroffen sind. Ein sehr schwerwiegendes, aversives Live-Event, nach dem Tod eines nahen, geliebten Angehörigen ist das sozusagen das zweitschwerste Lebensereignis, was uns grundsätzlich alle betreffen kann. Sie alle kennen sicherlich auch betroffene Familien in ihrer Umgebung. Also, familiäre Trennung als Gesundheitsrisiko, was tun? Die epidemiologischen Zahlen habe ich Ihnen hier ganz aktuell nochmal zusammengestellt. Die Quelle war das Statistische Bundesamt. Sie sehen in einer Zeitreihe von 97 eine fast kontinuierliche Abnahme, alle 10 Jahre 1 Million Ehepaare weniger in Deutschland. Hier ab 2015 gibt es ein gewisses Plateau. Entsprechend hier die Zeitreihe der Alleinerziehenden. Man kann im Prinzip sagen, dass es hier ebenfalls eine sukzessive Zunahme, immer ein kleines bisschen mehr jedes Jahr gegeben hat und dass ab 2015 wir hier ebenfalls eine Plateau erreicht haben. Höhere Prävalenzen von Alleinerziehenden werden in den Großstädten und in den nicht mehr ganz so neuen Bundesländern erreicht. Hier sehen Sie ein Bild von Otto Dix, der also mit intuitiver Empathie verdeutlicht hat in diesem Bild nach dem Ersten Weltkrieg, wahrscheinlich eine Kriegerwitwe, was es bedeuten kann, als alleinerziehende Mutter in diesem Fall nicht getragen, nicht geschützt, nicht gestützt zu werden, bei dem ja, lebensentscheidenden Versuch, eine emotional tragfähige Verbindung zum Kind herzustellen. Jede gesunde Mutter, der es gut geht, die kann das, wir Väter können das im Prinzip auch. Aber eben, es muss uns dazu gut gehen. Und wenn wir allein verlassen und wenig unterstützt werden, dann führt das eben dazu, dass das emotionale Band, das für das Kind eben lebenswichtig ist, nicht so gut entstehen kann. Wir haben in Deutschland 1,4 Millionen Alleinerziehende, 90% sind Mütter, sehr viele davon sind berufstätig. Armut ist ein großes Thema, häufig auch anhaltend. Hartz-IV-Bezug ebenfalls deutlich häufiger bei Alleinerziehenden als bei Paarfamilien. Auch die Kinder in Trennungsfamilien sind überdurchschnittlich häufig betroffen von Armut. Entsprechend sind doch deutlich mehr Alleinerziehende mit ihrer Lebenssituation unzufrieden im Vergleich zu Eltern in Partnerbeziehungen. Und das Ganze ist auch keine Eintagsfliege. Nach 8 Jahren sind über 40% der Alleinerziehenden immer noch alleinerziehend. Also für mich als älteren Herrn ist das ein überschaubarer Zeitraum, aber für ein Kind ist es die ganze Kindheit. Und wenn die unter belastenden Bedingungen verbracht wird, dann hat das durchaus auch statistisch beschreibbare Risiken, Entwicklungsrisiken zur Folge. Diese Bevölkerungsgruppe ist erheblichen Gesundheitsrisiken ausgesetzt. Entsprechend wünschen sich 2/3 mehr Hilfe. Eine Fülle von Untersuchungen liegt vor, die bestätigen, dass alle möglichen Krankheitsbilder bei Alleinerziehenden häufiger sind und insbesondere in meinem Bereich der psychosomatischen Medizin
sind liegen zahlreiche Studien vor, die zeigen, dass Angsterkrankungen, Suchtprobleme, chronische Schmerzen und vor allen Dingen eben Depressionen bei alleinerziehenden Müttern, auch Vätern, bis zu dreifach häufiger sind. Und das hat eben aus bindungswissenschaftlicher Sicht Transfereffekte zur Folge in Richtung der mitbetroffenen Kinder. Das kann man statistisch belegen. Wir haben das in einer großen Studie in Düsseldorf schon vor Jahrzehnten zeigen können, dass je depressiver die Mutter ist, umso stärker das Ausmaß des kindlichen Problemverhaltens, beispielsweise wenn man ADHS oder externalisiertes Problemverhalten misst. Und das ist eben auch kein Wunder, weil wenn die Mutter depressiv ist, ist sie selbstbedürftig, in ihrer Empathiefähigkeit beeinträchtigt. Das führt zu Belastungen in der emotionsgesteuerten Mutter-Kind-Kommunikation. Letztlich kann es auch sein, dass die Ausbildung eines sicheren Bindungsmusters dadurch gefährdet wird. Und wir wissen, dass ein sicheres Bindungsmuster einer der stärksten Prädiktoren ist für ein langes, gesundes Leben. Insofern sollte man hier vielleicht nicht von kindlichem Problemverhalten sprechen, sondern es ist im Grunde eine normale kindliche Alarmreaktion auf eine unnormale Verfasstheit, emotionale Entkopplung von der Mutter. Deshalb ist möglichst früh, möglichst intensive Hilfe hier eine rationale Strategie. Betroffen sind in Deutschland etwa 100, jedes Jahr zurzeit gut 140.000 Kinder, die die Trennung ihrer Eltern erleben. Etwa 20% nur der Trennungen gelingen. Das heißt, die Eltern bleiben erwachsen und benehmen sich nicht wie kleine, zornige Kinder. 80% haben Schwierigkeiten, mit diesem schwerwiegenden Lebensereignis erwachsen umzugehen, also den Paarkonflikt von der Elternverantwortung zu trennen. Das bringt höhere Entwicklungsrisiken für die Kinder mit sich, insbesondere wenn die Trennung hochstrittig verläuft, wie das bei etwa 10% der Fälle der Fall ist. Man weiß, dass 90%, insbesondere der jüngeren Kinder, bei den Müttern bleiben. Und etwa jedes fünfte Kind verliert auch den Kontakt zum Vater vollständig. Das ist angesichts der entwicklungspsychologischen Bedeutung des Vaters, die erst in den letzten 20, 30 Jahren ausreichend verstanden worden ist, durchaus auch ein eigenständiger Risikofaktor. Das Ganze ist auch gesellschaftlich mit erheblichen Folgekosten verbunden, wenn man bedenkt, dass 2 von 3 Heimkindern aus Trennungsfamilien stammen. Und wenn man weiter bedenkt, dass ein Heimplatz etwa 60.000 bis 80.000 Euro im Jahr kostet. Wir haben vor kurzem auch an einer Komplettkohorte im Rheinkreis Neuss nochmal von Schulneulingen, das waren über 4.000 Schulneulinge, untersucht, wie der Status, der gesundheitliche Status der Kinder aus Trennungsfamilien ist. Und das fängt an bei einem fraglichen Impfschutz, einer selteneren Teilnahme an den U789-Untersuchungen und geht weiter mit deutlich häufigeren Hinweisen auf Verhaltensauffälligkeiten, Konzentrationsstörungen, emotionale Störungen, motorische Unruhe und so weiter. Alles statistisch hochsignifikant häufiger als bei Kindern aus Paarfamilien. Also schon in dieser Stichprobe sehr junger Kinder zeichnet sich dieser Effekt ab. Und aus Langzeitstudien wissen wir, dass das Risiko von ehemaligen Trennungskindern im späteren Leben mal depressiv zu werden deutlich steigt, nicht mit der Erfahrung der Trennung an sich, sondern mit der Erfahrung des anhaltenden elterlichen Konflikts. Also Sie sehen hier das normale Depressionsrisiko von ehemaligen Kindern 40, 50 Jahre später, die mit ihren Eltern aber aufgewachsen waren, beiden Eltern, wenn sich die arg gestritten haben, das ist die blaue Säule, ein bisschen mehr als 20%, wenn die Beziehung im Prinzip gut war, etwas weniger als 20% Lifetime Prevalence einer deutlichen Depression.
Hier sehen Sie Kinder aus Trennungs- oder Scheidungs- oder Patchwork-Familien. Und die blauen Säulen oder die orangenen Säulen zeigen Ihnen, das Depressionsrisiko für Kinder aus solchen Familienkonstellationen unterscheidet sich im Prinzip nicht von dem normalen Depressionsrisiko in der Bevölkerung. Aber je strittiger die biologischen Eltern nach der Trennung, nach der Scheidung, nach der Wiederverheiratung miteinander umgehen, umso höher das Depressionsrisiko der mitbetroffenen Kinder für den Rest des Lebens. Sie sehen hier fast eine Verdreifachung des Depressionsrisikos, wenn sich die Eltern nach der Trennung wiederbinden, aber weiter streiten, also die biologischen Eltern. Das heißt also nicht so sehr die Familienform an sich, sondern das Fehlen elterlicher Kompetenzen und das Ausmaß der Gewalt in der Familie. Das sind die entscheidenden Faktoren, die die Entwicklungsprognose der Kinder aus psychosomatischer Sicht belasten. Und natürlich, wenn Eltern mit dem Trennungskonflikt und mit sich selbst sehr stark befasst sind, dann leiden natürlich die elterlichen Kompetenzen, um es einfach auszudrücken, wenn Eltern angesichts eines erheblichen kränkenden Trennungskonflikts selber regredieren und sich kindlich verhalten, verletzt wie verletzte Kinder verhalten, aber mit Erwachsenenmitteln kämpfen, dann bleibt sozusagen für die Wahrnehmung der kindlichen Bedürfnisse der Kinder nicht ganz so viel mehr übrig. Und das lässt sich statistisch eben in einer Vielzahl von Studien belegen. Grundsätzlich kann man, wenn man diese Studien zusammenfasst, sagen, dass Kinder aus Trennungsfamilien deutlich erhöhte Risiken haben, bereits für die schulische Entwicklung, emotional, aber auch in den sozialen Beziehungen. Und das lässt sich auch nachweisen, bis ins Erwachsenenalter, wie ich Ihnen eben gezeigt habe. Und ganz besonders hoch sind eben die Risiken für Kinder aus Trennungsfamilien, wenn die Kompetenzen der Eltern beeinträchtigt sind, also einfühlsam, feinfühlig mit den Kindern umzugehen und ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und zu regulieren, wenn in der Familie Gewalt und Vernachlässigung ein Thema ist, wenn die Eltern selber psychisch beeinträchtigt sind. Ich habe Ihnen berichtet, dreifach erhöhtes Depressionsrisiko bei alleinerziehenden Müttern und Vätern, wenn die Trennung hochstrittig und verläuft und die Trennung stattfindet, wenn die Kinder noch sehr klein sind. Das sind also je früher die konflikthafte Trennung sich ereignet in der Biografie des Kindes, umso deutlicher die negativen Effekte auf die Entwicklungsprognose. Und auch das ist noch ein wichtiger Punkt. Die Jungen kommen mit der Erfahrung der konflikthaften Trennung ihrer Eltern langfristig offensichtlich schlechter zurecht als die Mädchen. Ja, wir haben also diese transgenerationale Risikoverkettung im Prinzip aus zwei psychosomatischen Krankmachern. Das eine ist Armut an Geld und das andere ist Armut an Beziehung. Mit dieser Konstellation kommen besonders junge Mütter nicht sehr gut zurecht. Ich habe das hohe Depressionsrisiko genannt. Natürlich gibt es auch Trennungsfamilien, das hatte ich Ihnen auch gesagt, etwa 20%, die mit der Trennung wirklich gut und adaptiv und erwachsen umgehen können, aber die große Mehrheit kann das nicht. Und das führt eben zu einer Mitreaktion der mitbetroffenen Kinder, die deutlich häufiger Problemverhalten zeigen und eben auch zu Drogengebrauch und Delinquenz tendieren, insbesondere die Jungen. In großen Studien hat sich gezeigt, dass das Risiko für Drogenabusus bei Jungen etwa vierfach erhöht ist im Vergleich zu Jungen aus Nicht-Trennungsfamilien. Und das Ganze hat, wie gesagt, angedeutet Langzeiteffekte im Sinne einer Erhöhung der depressiven Prävalenz, der Depressionsprävalenz für den Rest des Lebens, eine reduzierte Lebensqualität im gruppenstatistischen Mittel und auch sogar eine erhöhte Scheidungsrate in Bezug auf die eigene Beziehung, wenn ich die Scheidung meiner Eltern in der Kindheit erlebt habe. Das heißt, wir haben hier also
Eine Reinszenierung kindheitlich verinnerlichter Beziehungsmuster, natürlich nicht zu 100%, aber mit einem deutlichen Risikoaufschlag. Was also tun angesichts dieser ja auch gesellschaftlich angesichts der Zahlen dramatischen Situationslage? Frau Barley, selbst alleinerziehende Mutter, hat als Familien gewesen, hat als Familienministerin, war die erste, die da mal vor einigen Jahren eine Allensbach-Untersuchung in Auftrag gegeben hat. Wollt ihr mehr Unterstützung und etwa 2/3 der Alleinerziehenden, insbesondere die nicht berufstätigen alleinerziehenden Mütter, haben gesagt, ja, bitte, unbedingt. Und zwar vor allen Dingen finanziell und psychologische Unterstützung. Und vor diesem Hintergrund haben wir in Düsseldorf eben vor etwa 15 Jahren angefangen, ein bindungsorientiertes, emotionsfokussiertes Elterntraining zu entwickeln, das heißt wir zwei, das speziell eben alleinerziehenden Müttern und Vätern mit Kindern im Alter von etwa 3 bis 10 Jahren angeboten wird. Und mit diesem Programm ist es uns möglich, tatsächlich effektive Unterstützung zu geben. Das Programm Wir zwei richtet sich also an Alleinerziehende mit Kindern im Vor- und Grundschulalter. Die Ziele sind, und das ist das oberste Ziel, so schnell wie möglich die elterliche Depressivität zu beenden. Die Eltern müssen raus aus der Depression, um sich selber emotional wieder spüren zu können, um dann die Affektsignale ihrer Kinder wieder spüren zu können. Weil Kinder sind reine Affektwesen, insbesondere wenn sie noch klein sind, können sie sich nur in ihren Bedürfnissen vermitteln über die angeborenen Basisaffekte, Angst, Ekel, Freude, Trauer, Wut. Und die können nur verstanden werden, diese Affektsignale, wenn die Eltern, wenn es den Eltern einigermaßen gut geht, ja, und sie empfänglich und feinfühlig sind. Und das alles geht nicht, solange sie depressiv sind. Wenn die Depressivität beendet ist, kommt die Feinfühligkeit fast wie von selbst zurück. Das stabilisiert die Eltern-Kind-Beziehung. Weitere therapeutische Ziele sind die Unterstützung dabei, aus dem Paarkonflikt herauszufinden und gemeinsam Elternverantwortung zu übernehmen und soziale Kompetenzen einzuüben. Das Ganze ist in 4 Modulen aufgebaut. Es umfasst 20 Sitzungen, einmal die Woche. Also das Programm läuft über ein halbes Jahr. Wenn Sie Beziehungsmuster ändern wollen, geht das nicht in 5 Sitzungen und auch nicht in 10 Sitzungen. Und sogar 20 Sitzungen sind knapp bemessen. Im ersten Modul geht es also um die emotionale Verfassung der Alleinerziehenden. Im zweiten, was braucht mein Kind? Woran erkenne ich es? Woran merkt mein Kind, dass ich es lieb habe? Im dritten geht es um die Bewältigung des Paarkonflikts in der Familie und am Schluss um die Alltagssituation, neue Lösungen für alte Probleme, Stressbewältigung und so weiter. Also etwas konkretere Themen, während es hier um sehr emotionale, bindungsrelevante Inhalte geht. Und das macht dieses Programm ziemlich einzigartig, weil hier eben aus entwicklungspsychologischer und bindungswissenschaftlicher Sicht affektgesteuerte Prozesse ins Zentrum gestellt werden. Parallel Kinderbetreuung, ohne dem geht es nicht. Das Ganze ist ein sehr affektmobilisierender, interaktioneller Gruppenprozess. Das kann ich wegen der Zeit nicht genauer schildern. Es geht mit Fantasiereisen, Entspannung, Rollenspielen, aber auch häuslichen Eltern-Kind-Übungen, Feinfühligkeitsübungen einher und führt zu einer emotionalen Reanimation der gesamten im gesamten Familiensystem. Strategisches Ziel ist, die Eltern dabei zu unterstützen, wieder die Perspektive ihrer Kinder einzunehmen. Das Ganze haben wir auch, wie sich das gehört, in einer randomisierten, kontrollierten Studie durchgeführt mit Unterstützung des BMBF, und rausgekommen ist, dass vor der Intervention die
die Depressionsausprägung sowohl in der Interventionsgruppe Rot und Kontrollgruppe hoch ausgeprägt war. Das waren Mütter, die haben wir aus Kitas rekrutiert, und die hatten keinerlei Kontakt zum Hilfesystem. Hier sehen Sie den Verlauf nach der Intervention, fast Normalwert der Bevölkerung erreicht. Hier waren Werte, wo man im Grunde in eine psychosomatische Klinik hätte einweisen müssen, erreicht. In der Kontrollgruppe tut sich auch ein bisschen was. Die haben unspezifische Beratungsgespräche erhalten, und die Verlaufsunterschiede zwischen beiden Gruppen sind mit einer großen Effektstärke signifikant, varianzanalytischer Interaktionseffektgruppe mal Zeit, aber signifikant. Und hier sehen Sie den Verlauf der Depression ein halbes Jahr nach Beendigung der Gruppe und ein Jahr. Das heißt, hier ist strukturell, hat sich was geändert. Die Teilnehmerinnen gehen nach der Gruppe anders mit sich um als vorher, und die Effektstärke von T1 nach T4 ist 1,2. Das ist ungefähr dreimal stärker, der antidepressive Effekt, als von chemischen Antidepressiva. Und der ist nachhaltig hier. Und insofern haben wir mit Wir2 ein sehr starkes Instrument zur Verfügung, wenn wir Alleinerziehende wieder remoralisieren und emotional animieren wollen. Dasselbe gilt auch für körperliche psychosomatische Symptome, auch hier ein ganz erheblicher Effekt, also chronische Schmerzen beispielsweise, ebenfalls nachhaltig. Dasselbe gilt für die generelle psychische Belastung. Auch hier werden exorbitant hohe Effektstärken erreicht. Weiterhin, wenn man die gesundheitsbezogene Lebensqualität untersucht hinsichtlich der psychischen Subskala, auch hier haben wir einen starken Interventionseffekt, aber auch einen Carryover-Effekt ein halbes Jahr und ein Jahr nach Beendigung der Intervention. Ebenfalls mit bemerkenswert hoher Effektstärke, Cohen's d. Auch das kindliche Problemverhalten, das nicht sehr im Urteil der Mutter jetzt nicht so hoch ausgeprägt war, hat sich trotzdem mit einer doch gering bis mittleren Effektstärke gebessert. Wir haben aber nichts mit den Kindern gemacht, sondern ausschließlich eben mit den Müttern gearbeitet, sodass man resümieren kann, dass es den Müttern nach der Intervention psychisch und auch emotional deutlich und in der Beziehung zum Kind deutlich besser gegangen ist. Auch bei den Kindern haben wir Effekte gefunden in Richtung Abnahme von Problemverhalten, und die Effekte sind noch nach einem Jahr stabil nachweisbar. Wir2 erfüllt alle Qualitätskriterien moderner psychosozialer Prävention, ist an eine besonders belastete Zielgruppe gerichtet, theoretisch fundiert in der Wirksamkeit, methodisch anspruchsvoll und in der Nachhaltigkeit evaluiert. Es liegt ein Manual vor, die Gruppenleiterinnen werden in einer dreitägigen Schulung qualifiziert, die Qualitätssicherung in etwa in den bundesweit laufenden Gruppen wird laufend sichergestellt. Wir haben inzwischen etwa 800 Gruppenleiterinnen bundesweit qualifiziert. Die Walter-Blüchert-Stiftung und das Uniklinikum in Düsseldorf sorgt für Gemeinnützigkeit. Und das Ganze ist inzwischen auch so in einer hinsichtlich der gesetzlichen Grundlage und Finanzierung gut gerahmt. Das GKV-Bündnis für Gesundheit und die Nationale Präventionskonferenz haben Wir2 deshalb explizit in ihrer Berichterstattung als Modell guter Praxis erwähnt und empfohlen. Mittlerweile existiert diese Intervention in drei Setting-Varianten. Das ist einmal das ambulante Basisprogramm, das in Kommunen stattfindet, über 20 Wochen hinweg. Einmal eine Sitzung pro Woche wird von Krankenkassen, aber auch Kommunen finanziert. Dann gibt es
ein WIR2-Kompaktprogramm, etwas reduzierte Version, die in 3 Wochen in psychosomatischen Fachkliniken für Mutter und Vater und Kind angeboten wird, von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert. Und für chronisch psychosomatisch erkrankte Alleinerziehende existiert das Programm WIR2-Reha. Hier werden Mutter und Kind, Vater und Kind über 6 Wochen hinweg, das ist schon wirklich ein fantastisches Angebot, gemeinsam aufgenommen und behandelt mit WIR2, finanziert von der Deutschen Rentenversicherung. Erwähnen möchte ich beispielsweise für den ambulanten Sektor das Kasseler Modell, vorbildlich finanziert auf der Grundlage des Präventionsgesetzes, kostenteilig zwischen der Stadt und dem VDEK. Auch die Barmer Krankenversicherung fördert WIR2 in 30 Kommunen mit einer Anschubfinanzierung. WIR2 Kompakt wird beispielsweise in diesen 3 Kliniken angeboten. Wenn Sie das so schnell nicht mitschreiben können, können Sie sich ja das Video noch mal in Ruhe angucken. Das sind also 3 Kliniken, wo wir 2 in 3 Wochen verdichtet auf 13 Sitzungen angeboten wird. Wir 2 Reha über 6 Wochen hinweg, finanziert von der DRV, wird ebenfalls in mehreren Kliniken angeboten. Hier ist das die Klinik Psychosomatische Fachklinik in Schömberg, in Bad Gottleuba in Sachsen, auch Bad Elster in Sachsen. Hier haben wir den Vorteil, dass alle 20 Sitzungen von WIR2 angeboten werden für Mutter und Kind, und das in landschaftlich reizvoller Umgebung. Zum Schluss noch kurz die Evaluationswerte aus diesen 3 Settings. Sie sehen hier einmal WIR2 ambulant, vorher, nachher, dann WIR2 kompakt, 3-wöchiges Setting, vorher, nachher, 6-wöchiges vorher, nachher. Ich möchte betonen, das ist eine naturalistische Interventionsstudie, keine randomisierte Studie. Die läuft gerade erst noch. Aber Sie sehen bereits, was sich für enorme antidepressive Effekte mit Effektstärken von 1,2 hier im stationären Setting sogar abzeichnen hinsichtlich der mütterlichen Depressivität. Dasselbe gilt auch für chronisch somatoforme Beschwerden, durchaus auch nennenswerte Effektstärken für Kennwerte, psychische und somatoforme Beschwerden zusammengenommen, ebenfalls deutliche Effekte in allen 3 Settings. Übrigens sind das die Subskalen, das nochmal zu Ihrer Information, des frei erhältlichen Fragebogens Health 49 von Rabum et al. Wir haben noch zusätzlich, weil das so wichtig ist, dieses Konstrukt, Depression, Depressivität noch mit einem anderen Fragebogen, PHQ 9, ermittelt vorher, nachher. Und Sie sehen hier wieder zum Teil enorm starke antidepressive Effekte des Programms. Ab hier beginnt eine schwere Depression. Ab hier ist eine mittelschwere Depression. Sie sehen, diese Mütter sind alle zu Recht, und die wenigen Väter zu Recht in Behandlung und nach der Behandlung doch deutlich gebessert. Hier ist der Mittelwert der Mittelwert, das ist durchschnittliche Klientel in der Primärversorgung. Ja, so viel zu den Eltern, aber auch bei den Kindern geht es, wenn die Eltern das Programm absolviert haben, in den verschiedenen Settings deutlich besser. Weil das so ist, wird momentan eine RCT-Studie durch die DRV gefördert in den 3 DRV-Kliniken, die ich Ihnen gezeigt habe. Hier sind sie nochmal, Schömberg und Bad Elster und neu dazugekommen gerade eben Bad Gottleuba. Und ich darf zum Schluss zusammenfassen. Ich habe Ihnen ein bisschen hochkomprimiert
dargelegt, dass der Anteil der Trennungsfamilien bei uns in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gewachsen ist. Es handelt sich um eine psychosozial und gesundheitlich hochbelastete Gruppe, die leider und sträflich über Jahre und Jahrzehnte lang nicht beachtet worden ist, und weil sie so eine schwache Lobby hat, einfach nicht von der Politik entsprechend unterstützt worden ist. Es besteht weiterhin sozial- und gesundheitspolitischer Handlungsbedarf. Ich habe Ihnen gezeigt, wir zwei ist bei geringem Mitteleinsatz nachhaltig wirksam, und das Stufenmodell bedient in den unterschiedlichen Settings sowohl primär als auch sekundär als auch tertiär präventive Ansätze. Wir schulen zusammen mit der Walter-Blüchert-Stiftung bundesweit, wir zwei Gruppenleiterinnen, in der Durchführung dieses Programms im kommunalen und im klinischen Setting. Wir nutzen administrative Entry Points, in dem zum Beispiel bei der Schuleingangsuntersuchung gefragt wird, sind Sie alleinerziehend, brauchen Sie Hilfe? Das geschieht noch in viel zu wenig Gesundheitsämtern. Und das Ganze ist inzwischen eben auch finanziell auf solide Füße gestellt. Wenn Sie das alles noch ein bisschen genauer nachlesen wollen, können Sie das hier in dem Buch beispielsweise Scheiden tut weh. Und wenn Sie Näheres erfahren wollen, können Sie entweder Kontakt zu mir aufnehmen, oder zu Anita Offel-Grohmann von der Walter-Blüchert-Stiftung, die uns seit Jahren sehr, sehr großzügig unterstützt, wofür wir natürlich sehr dankbar sind, genauso wie für Ihre freundliche Aufmerksamkeit.